Ein Mann geht über den Taksim-Platz von Istanbul und filmt sich dabei selbst. Wahrscheinlich nur Stunden zuvor, in der Silvesternacht, soll er in einem Nachtclub 39 Menschen erschossen haben. Seitdem ist er auf der Flucht. Was für Nerven muss man haben, um dann noch in aller Ruhe ein Selfie-Video von sich zu machen? Es ist ein befremdliches, sich wiederholendes Phänomen. Auch Anis Amri, der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, soll nur wenige Minuten vor der Tat vom Fahrersitz des LKW mit einem Glaubensbruder gechattet und ein Selfie verschickt haben. Nach seiner blutigen Tat posiert er am Bahnhof Zoo in eine Überwachungskamera mit ausgestrecktem Zeigefinger. Eine Geste, die von der Terrororganisation Islamischer Staat missbraucht wird. Auch der Mann, der im Juni in Orlando im Nachtclub Pulse 49 Menschen erschoss, postete vorher noch ein Selfie. Es ist, als wollten sie, dass die ganze Welt ihr Gesicht kennt. Dazu passt, dass Terroristen immer wieder ihre Pässe am Tatort scheinbar zufällig vergessen. Das war beim Attentäter von Nizza so, genau wie bei den Anschlägen von Paris, genau wie bei Amri. Immer verriet ein am Tatort gefundener Ausweis die Identität des Täters, wie eine Visitenkarte. Es riecht nach Kalkül. Alle sollen wissen, wer das Massaker angerichtet hat, dass es politisch-religiös motiviert war. Wenn ein Täter auf der Flucht ist, Millionen Menschen die Fahndungsfotos sehen, das scheint der Ruhm zu sein, den die Täter wollen. Ein Abgang als Held, als Märtyrer. Ahmad Mansur ist bei mir. Er ist Islamismus-Experte, Buchautor und auch Psychologe. Einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen? Also was steckt dahinter? Warum lassen Attentäter ihre Pässe liegen oder schauen wirklich direkt in die Kamera? Weil sie einfach die Aufmerksamkeit brauchen. Das sind narzisstische Persönlichkeitsstrukturen und die tun das, weil sie diese Aufmerksamkeit brauchen. Sie wollen mit diesem Tat in Verbindung gebracht. Sie wollen, dass die Leute diese Menschen kennenlernen, ihn kennenlernen und wissen, dass sie verantwortlich sind für diesen Taten. Und gehen dann aber auch die Gefahr ein, dass sie eben geschnappt werden. Aber das ist genau, was sie wollen. Sie wissen, dass sie eigentlich aus solchen Anschlägen nicht herauskommen. Sie wollen diese Auftritte, sie wollen in den Nachrichten präsentieren. Werden. Sie wissen, dass sie dann auch danach sterben. Das wollen sie, das interessiert sie, das ist ihr Ziel und deshalb werden sie das auch weiter so machen. Jetzt muss man natürlich sagen, damals 9/11 zum Beispiel, also die schweren Anschläge in den USA, da gab es noch gar keine Smartphones. Also heutzutage ist natürlich auch aufgrund der technischen Erneuerung einiges möglich. Wie viel Hintergrund oder was hat das zu bedeuten, dass Sie auch dieses Märtyrer, das haben Sie gerade schon angesprochen, aber auch Nachahmer vielleicht ansprechen wollen? Das sind Vorbilder in der islamistischen Szene. Das sind diejenigen, die ihr Leben eigentlich geopfert haben für eine Sache, damit der Islam oder der vermeintliche Islam eigentlich siegt. Deshalb brauchen sie das. Auch im 11. September haben die Leute Bekenntnisvideo gemacht. Sie haben sich präsentiert. Diese Video haben wir Monate und Jahre danach auch gesehen. Das ist genau, was sie brauchen. Aber das ist genau der Basis, der eigentlich Verschwörungstheorien schaut. Ich hörte gestern, dass die Vertrauen in der Polizei gestiegen ist, dass die Leute eine sehr positive Beziehung zu der Polizei haben. Es gibt aber in Deutschland eine riesengroße Gruppe, vor allem von Jugendlichen, muslimisch, aber nicht muslimisch, die dann solche Ereignisse nutzen, um zu sagen, das sind Insiderjob, das sind die Polizei, die Sicherheitsbeamte, um den Islam schlecht darzustellen. Sie lachen natürlich, weil das immer wieder Ausweise zu finden sind. Sie sagen, das ist halt der Art und Weise, irgendwie jemandem so einen Anschlag alles verantwortlich darzustellen und sie begreifen nicht, dass die Attentäter das genau wollen. Sie vergessen ihre Ausweise nicht. Sie lassen ihre Ausweise, weil sie wollen absichtlich, dass diese Anschläge für sie beansprucht werden. Ahmad Mansur, was steckt denn eigentlich dahinter? Ich meine, es gibt viele Verschwörungstheorien und eine, da wissen wir aber bei der Hamas, da wird das tatsächlich auch so gehandhabt, dass ein Attentäter, der sich in die Luft sprengt, dass die Familie dann auch belohnt wird. Auch deshalb lässt man den Ausweis liegen. Was ist da dran im Moment? Also ich glaube nicht, dass es finanzielle Gründe gibt. Nichts mehr. Ich glaube nicht, dass die IS die Leute in Tunesien oder die Familien in Tunesien hilft. Ich glaube aber, dass solche Leute das tun, weil sie ganz genau wissen, dass sie die Anerkennung danach bekommen. Dass sie die Anerkennung in der islamistischen Szene bekommen. Dass sie als Vorbild agieren.
agieren. Sie wollen nicht in der Unbedeutsamkeit. Ja. Sie wollen nicht, dass sie vergessen werden. Sie wollen mit diesen Anschlägen in Verbindung gebracht werden. Aber alles, werden. Was Sie sagen, ist natürlich gerade für uns Medien auch ein Riesenproblem. Also wir diskutieren ja auch immer wieder, zeigen wir den Attentäter, müssen wir ihn verpixeln, nennen wir den Namen, machen wir es nicht. Wie ausführlich berichten wir darüber? Was sagen Sie, wie sollen wir damit umgehen? Mittlerweile haben wir Internet und auch wenn wir nicht darüber berichten in den ARD oder CDF, wer das irgendwo im Internet zu finden ist. Wir müssen aber offensiv mit dem Thema umgehen. Wir müssen diese Leute, das bedeutet, dass wir darüber reden müssen. Das bedeutet, dass die Sicherheitsapparate, dass die Medien die Gründe für solche Anschläge ansprechen, dass sie die Jugendlichen Gegennarrativen anbieten, dass sie eigentlich auch die Opfer, meiner Meinung nach, gezeigt werden müssen, damit die Leute auch wissen, natürlich, wenn Sie die Familien einverstanden sind, das sind nicht nur Zahlen, das sind nicht nur 12 Leute, die gestorben sind in Berlin, sondern sind Menschen mit Geschichten, mit Familien, die da gestorben sind. Nur durch Emotionalität, nur durch Aufklärung, nur dadurch, dass wir eigentlich die Menschlichkeit hinter solchen Opfer zeigen, können wir die Leute dazu bewegen, darüber nachzudenken und nicht die Attentäter als Opfer darzustellen, als Vorbilder darzustellen oder das Gesamte, was in Berlin oder Paris passiert, als Insiderjob von irgendwelchen Sicherheitsapparaten, die den Islam schaden wollen. Dadurch versuchen islamistische Gruppierungen sozusagen uns beizubringen, die Jugendlichen beizubringen, wir müssen nicht die Verantwortung übernehmen. Die Ungeheuer entsteht nicht bei uns, sondern das sind die anderen, die verantwortlich sind für solche Taten. Und da kommt natürlich nicht zur Reflexion, vor allem nicht in der muslimischen Community. Dann. Und auch das ist wichtig, die Reflexion. Eines Ihrer großen Themen ist auch die Prävention. Darüber reden wir bestimmt beim nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen. Ahmad Mansour, vielen Dank für das Gespräch heute. Danke Ihnen.